Hallo. 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 Ja, willkommen zurück zu Children of Morta. An meiner Seite mal wieder, weil wir das so wundervoll Koop zocken können, Nubi Wanki Nubi. Hi. Applaus. Woo! Oh ja, ja, auf jeden Fall. Gerne. Ja. Mhm. Mein Name ist Freya und da gibt's keinen Applaus. Ja. Wir sind noch immer in der Seidenhöhle. Ja. Und den genauen Namen davon habe ich mir nicht gemerkt. Ich glaube, es waren die Seidenhöhlen. Ich glaube, die Seidenhöhlen sind ein Abteil dieser Kaldippo-Höhlen. Ja. Ich glaube dir das mal. Und starten natürlich wieder mal mit einem neuen Run hier. Zack, 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 zack. Ups. Hey. Ach, stimmt, wir heilen uns wirklich immer beide. Okay, also spielt es doch keine Rolle, wer die Heil-Items aufnimmt. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, ich würde gerade sagen, wenn wir das mal was nicht, dann ab rein da. Wir hatten das schon mal geschafft, aber ich nehme jetzt mal nicht an, dass das immer die gleiche Kombination ist, ne? Keine Ahnung, ich kann es probieren. Mhm. Nein. Ihr seht, warum wir es sonst eher vermeiden, den Knopf zu drücken. Okay, also es die 3 ist es schon mal nicht. Wollen wir aber die 4 versuchen? Ja. Nein. Shit. Ich sterbe gleich. Hey, helfen! Oh Mann. Okay, es ist einfach nur 50-50. Alter. Och komm, nein. Leute. Immerhin ist es diesmal nur Schlamm. Okay. Und danach? Oh weia. Das ist ein Müll. Ich sag hier. Nein. Ja. Oh Gott, von es werden immer mehr gefühlt. Was? Von es hat nochmal von vorne jetzt begonnen? Ja, aber die 1 wissen wir jetzt schon. Wenn es die 1 jetzt auch nach wie vor ist, nicht wenn es jetzt resettet hat. Wir probieren das aus. Wenn es nicht der Fall ist, sparen wir uns diese Dinger in Zukunft. Ja. Wäre einfach jetzt mal mein Vorschlag zur Güte, weil das Ding ist, viel EP haben wir jetzt auch nicht gerade bekommen. Ich habe immer noch nicht mal mein Level voll. Und wir haben gerade schon echt gewaltig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es was mit den Zeichen zu tun hat, die dann aufleuchten. Aber inwieweit... Oh. Ich glaube, vielleicht ist es auch eher gedacht, dass man das eher auf höheren Stufen schon macht. Hm. Wenn man dann einfach nur schnell an sehr viel Kills und sehr viel Morph kommen möchte. Deswegen. Das kann sein. Okay, immerhin. Die 2. Ich habe jetzt das hier, hatte ich gewählt, ne? Genau. Okay, du hast die 2? Ja. Alright. Die so. 4. Nein. Okay, es sind nur 3. Okay, der ist tot. Ich helfe dir, ich helfe dir. Okay, es war erst der erste. Genau, 1, 2, 3 und dann 4. Echt jetzt? Ja. Oh Mann. Schlimmstes Passwort überhaupt. Und wir rennen jetzt die ganze Zeit dann mit dieser geringen Gesundheit durch die Gegend. Oh Mann. Hast du gesehen, wie viel Morph das jetzt war? Nee, hab ich okay, nicht. Okay, schade, ich hab's leider auch noch nicht gesehen. Warte mal, wir könnten es doch. Ups. 222, wir hatten 169 am Anfang. Und haben dann ein bisschen was gefunden, weil jetzt hier. Also es waren jetzt 50 Morph allerhöchstens. Hm. 40 vielleicht sogar nur. Absolut nicht gelohnt. Finde ich jetzt. Kommst du? Ja. Vorsicht dort, lass lieber hier lang. Die ziehen einen nämlich zu sich ran. Na, sehr schön. Ein bisschen was geheilt. Hey, sag mal. Willst du kurz dein Level abmachen? Ja, stimmt. Stimmt, jetzt bringt's ja was.
Gerne. Okay, jetzt kann ich damit etwas machen. Ich werfe mal kurz einen Blick auf die nächsten Fähigkeiten. Die werden ja in einer Stufe entsperrt. Ich gehe davon aus, weil sie genau mit Stufe 4 entsperrt werden, dass die trotzdem erstmal auch bei einem Punkt losgehen. Ja. Dann könntest du ja direkt eine freischalten, sonst hat es ja keinen Sinn, wenn die auf Stufe 4 entsperrt werden. Okay, John lässt seiner aufgestauten Wut freien Lauf, wird unverwundbar und verursacht Dornen-Damage. Mhm. Also auch so eine aktivierte. Und Kraft des Altars erhöht Johns Rüstungswert. Okay. Aha. Ich würde jetzt mal das hier trotzdem erhöhen. 200% Schaden statt 150. Genau. Ah, okay, jetzt hat das freigeschaltet. Das war die gute Fähigkeit. Wir warten kurz. Nee. Schade. Das ist echt ärgerlich. Wir haben nämlich festgestellt, dass nur einer Trophäen bekommt bei PlayStation. Genau. Das ist ein bisschen schade. Da wir beide ganz gerne Trophäen haben, ist das echt. Echt. Ich meine, früher oder später würde es aber einfach heißen, dann muss ich es entweder selber nochmal auf meinem Profil oder wir zocken es irgendwann dann nochmal zusammen durch oder sowas. Ja. Ist trotzdem sehr schade. Aber gut, dadurch bekommen wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Gesundheit. Das ist super. Klasse, schaut euch das an. Metzelt sich viel besser durch. Vorsicht. Vorsicht. Ja. Jetzt kannst du gleich. Ja, und dann treffe ich es nicht, ne? Ja. Ganz kurz, ich wollte noch mal kurz nachgucken, und zwar hier oben sind ja jetzt vorhin doch noch mal zwei so eine Schleimtropfen hinterhergekommen. Vielleicht. Ah, okay. Nö, ich dachte, wir hätten vielleicht doch noch mal irgendwie Gegner übersehen oder so. Okay. Aber ja. Auf geht's. Bereit? Mhm. Aber klar. Ich würde nur gerne irgendwie anders langlaufen können als nach unten. Hey! Da hat die mich auch einfach eiskalt ignoriert. Ich finde es nicht gerade ganz so sinnvoll, dass die Gegner einfach durch einen durchlaufen können. Ja. Warte. Vor allem, weil ich mich mir schon angewöhnt habe, eher hinter dir zu stehen. Mhm. Das stimmt, das ist wirklich. Okay, hier geht's nur direkt in den nächsten Raum. Oh. Wo kam die plötzlich her? Von unten. Ah ja. Okay. Ah. Doppel gebatcht. Hier ist nur so ein Ranzi-Ding. Was es wohl damit hier auf sich hat. Womit genau? Mit diesem Brunnen? Ja. Das stimmt. Okay, bereit? Klasse. Oh, ich habe einen Edelstein, haben wir gefunden. Tatsache. Die zeigt das halt echt kaum an, irgendwie. Ja. Das liegt vielleicht auch etwas an meinem Endgerät, an meinem Fernseher. Sich anzugreifen. Dann nochmal explodierende auch die Pfeile, ja. Ja. Und was haben wir jetzt durch dich freigeschaltet dort? Bewegt sich gemeinsam und bleibt nah beieinander, wo durch die Geschwindigkeit der gesamten Familie gehört wird. Also, wir laufen schneller. Ich bin bei Beschreibungen für Fähigkeiten manchmal nicht so sicher, was genau ist jetzt im Spiel selbst damit gemeint.
da wünscht man sich dann doch eher, es wird einfach nur mit exakten Zahlen und Begriffen gearbeitet. Alles klar. Da sind die nächsten. Ich nehme den trotzdem mal kurz. Ja. Ich habe leider echt nicht. Also nicht so viel gesundet, stimmt nicht. Aber. Wo kommt ihr denn jetzt wieder her? Okay, unten ist schon geklärt. Sehr schön. Bei den, wenn es geht, immer am besten auf die Fledermäuse bei sowas schießen. Weil ich zwar die große Masse abhalten kann, wenn Gegner auch nicht anstürmen, aber Fledermäuse ja dann einfach diesen nahezu Fernangriff machen können. Richtig, das aber die fliegen auch für meine Verhältnisse echt teilweise richtig blöd. Nee, genau, ich wollte nur sagen, wenn es geht, dann geht es und wenn nicht, dann nicht. Ich kann es gerne versuchen. Wunderbar. Oh, schön, ey. Man merkt wirklich echt, wie es mit jedem Lauf trotzdem am Ende einfach besser und besser vorangeht. Haben wir schon das ganze Abteil hier fertig? Ja, haben wir tatsächlich. Haben wir schon eine Kristalltruhe unterwegs gefunden? Eine Edelsteintruhe? Nee, ne? Nee. Ja, Legende dazu, oder? Dafür gab es doch bestimmt... Truhe. Truhe zu. Okay. Achso, nee, zu eskortierende Personen wird es. Okay. Ah, sehr schön. Mal gucken, was diesmal dazu kommt. Ja, sorry. Todesspirale beschwört zwei magische Steingeschosse, die deinen Bergsen umkreisen und gehen dann Schaden zufügen. Ja, am besten für dich, ne? Findest du? Es sind ja. Ich weiß nicht, also wir können... Wenn die dich umkreisen, bist ja eher der im Nahkampf steht. Ich möchte nur darauf achten, dass wir nicht ständig irgendwie, dass ich mir das ganze Zeug ständig in den Nagel reiße oder sowas, weil ich derjenige bin, der vorne steht und das zumindest versucht. Alles gut. Okay, wollte ich nur mal sicher gehen. Okay, er beschwört es. Also R1 kann man ja öfter verwenden, ne? Dann würde ich das kurz mal ausprobieren. Ah, auf die Art und Weise, okay. Okay, ja. Ich hätte es etwas näher erwartet. Und ich das ist auch nur zugegeben. Sehr kurz. Und es geht auch sehr schnell in so weite Bahnen, dass es dir im Nahkampf gar nichts mehr bringt. Da hätte es... Schade. Das hätte sich, glaube ich, doch besser gelohnt, wenn du das genommen hättest. Naja. Na gut. Ich versuche gerade nur so ein bisschen zu trödeln, damit diese Fähigkeit dann wenigstens auch direkt aufgeladen ist. Kann ich die... Okay, dieses Schlosssymbol ist nur vor... Dem Dreieck, nicht vor der Spezialfähigkeit. Die könnte ich theoretisch trotzdem aktivieren, wenn ich das mache, oder? Ja, okay. Na gut, alles klar. Auf geht's. So, weiter geht's. Da ist ja wieder Startraum, da dürfte ja eigentlich nichts von Interesse zu finden sein, genauso wie keine Gegner. Okay, bereit? Jawohl. Probieren wir das halt einfach direkt aus. Ne? Was wir haben, haben wir. Ah, oh, jawohl. Ich mach den einfach direkt auf. Ja, weil du bist doch der Einzige, der einen Edelstein bekommt. Na, bevor wir es verpatzen, den zu benutzen. Mann, jetzt hört doch mal auf, mir am Rockzipfel zu hängen. Sorry, ich konnte nicht. Hier unten ist noch einer. Oh. Ach du meine Güte, ey.
ist das? Ein Zauber. Du verlierst jedoch kontinuierlich Gesundheit. Also von mir aus kannst du ihn aufheben, aber wir verwenden ihn einfach nicht, damit wir ihn einfach im Archiv drin haben und dann heben wir den nächsten Zauber auf, damit der einfach weg ist. Okay, aber wird nicht automatisch aktiviert? Halt. Nee, du müsstest ihn selbst aktivieren. Das ist wie mit dem letzten, mit dem Heilzauber, den du dort hattest. Okay. Genau, der wird auf Steuerkreuz unten. Also einfach die Finger vom Steuerkreuz lassen. Ich bemühe mich. Komm doch her hier. Nicht in die reinrutschen. Okay, hier scheint gar nichts mehr zu sein, ne? Nee, okay. Die zweite Ebene ist nach wie vor schon echt immer noch ein dickerer Brocken, ey. Sorry. Alles gut, alles gut. Siehst du, hat ja sowas gebracht. Das sind auch wieder Stacheln. Ja. Hey, sage mal! Hat der sich denn nicht zurückwerfen lassen? Verdammt, ich könnte wieder ein bisschen Heilung vertragen, ey. Jawoll. Geilo. Achso. Den könnte man kaputt machen. Oh, sehr schön. Dann haben wir jetzt was für dich. Er schafft den Toten des Feindes verlangsamt. Joa. Schöne Sache. Willst du den einfach aufheben, den Zauber? Willst du den nicht aufheben? Wenn das geht? Nee. Dann hast du deinen gleich weg, dann müssen wir uns keine Gedanken darum machen. Weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt gerade was Besseres ist oder so. Ich weiß nicht, was Obelisken von Mortar normalerweise tun. Von daher... Jetzt könntest du den quasi aufnehmen. Ja, aber kontinuierlich Leben verlieren, nur meine kritische Trefferchance und den Schaden zu erhöhen. Was habe ich da davon, wenn ich sowieso draufgehe durch den... Also, wobei, okay, warte, du hast recht. Ich hebe ihn vorsichtshalber auf. Wenn ich dann eh am Abkacken bin mit der Gesundheit, dann kann ich das ja trotzdem verwenden. Ich weiß nicht, ob ich das Ding ja töten kann am Ende. Wenn es vielleicht macht es ja auch genauso wie vom Normalen her, dass wenn ich sehr gering Lebens habe, ganz wenige Lebens, wenn ich wenig Leben habe, dass es sich dann trotzdem nach einer Weile immer noch auffüllt, auch wenn der Zauber mir Schaden zufügt. Okay. Dann gehen wir. Ich höre sie doch schon. Kleine Freunde. Ah, diese Fledermäuse hauen echt so bitterböse rein. Ja, und halten auch echt gut viel aus. Ja, 12 Schaden kriege ich für einen. Krieg ich, wenn einer mich angreift. Okay, hier geht's weiter. Was macht das hier? Eisschaden? Weiß nicht. Also, unterschiedlich bestimmt. Mhm. Na gut.
Du bist schon wieder gut. Ja. Nicht gerade sehr geniereich. Hm. Ja, komm her. Damit ich sehen kann, was für einen Schaden du bekommst. Okay. Da nicht. Also wir können dort oben rechts weiter oder hier? Dann lass uns hier, weil wir hier schon stehen. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall das Ding mit den Flammen. Das können wir sowieso so noch aufheben, stimmt. Da würde ich das jetzt aufheben, wenn du nichts dagegen hast. Ja. Edelstein haben wir keinen, ne? Nee. Was ist das hier? Das war das Symbol irgendwie dafür. Hm. Ist hier unten noch was? Nee, okay, alles klar. Oh, verdammt! Oh, das war dumm. Nein! Es tut mir so leid. Alles gut. Jawohl, du hast ihn! Er hat sich nicht von einer Spinne umbringen lassen, ja? Oh mein Gott, ja! Du hast es geschafft! Und dann sammelt die Sachen da bloß schnell ein. Haben wir nicht einen Edelstein bekommen, ne? Genau, du hast einen. Kannst die Truhe direkt öffnen. Klasse! Geil! Na, ja. Das Gold ist ja nicht das Niceste. Warte mal noch einen Moment, ja, genau. Bis meine Fähigkeit abgeklungen ist und deine auch. Was auch immer deine bis jetzt macht, irgendwie. Wenn er ein Totem heraufbeschwören, dass die verlangsamt. Ach, ich komme. Okay. Genau. Vorsichtig. Vor dir sind direkt stark. Vorsichtig. Ja, okay, sorry, das habe ich nicht gesehen. Nein, davon lassen wir die Finger, würde ich sagen. Heilzeug wäre echt mal wieder angemessen. Für dich, ja, ne? Also für dich ja auch schon echt schon. Okay, nee, dann würde ich sagen, wir nicht hier lang müssen? Eigentlich ganz schön. Ich meine, normalerweise war das dann ja dann, wenn wir irgendwelche Challenges oder Rätsel finden. Wollen wir es versuchen, hier kurz reinzugehen und erstmal kurz gucken, was es ist? Ah, guck. Ah, Tatsache, doch. Wir kommen jetzt bestimmt zu einem Bossfight. Alles gut, das Mikro habe ich zum Glück noch rechtzeitig ausbekommen. Oh, was ist das? Für die Geschwindigkeit für einen bestimmten Zeitraum. Aha. Nimm mal auf. Sure. Für uns beide. Nice. Okay, dann würde ich nur sagen. Achso, nee, hö? Hier ist nichts, oder was? Achso, ich dachte tatsächlich, hier geht's weiter. Na gut. Ja, dachte ich auch. Stattdessen haben wir jetzt Vorsicht, Stacheln. Ja. Nicht unbedingt nochmal reinlaufen. Mhm. Achso. Vielleicht ist das jetzt aktiviert worden irgendwie? Ja. Dass man jetzt diese Obelisken aktivieren kann für irgendeinen Effekt? Ha, sehr cool. Aber man kann höchstwahrscheinlich nur einen Effekt haben. Ich glaube, der mit der Geschwindigkeit läuft eh gleich ab. Und daher können wir das ja auch mal kurz ausprobieren gleich. Woran siehst du, dass der abläuft? Hier diese Symbole rechts und links mit diesem Flügel von uns, die sind vorher von einem vollen gelben Kreis umgeben gewesen. Wirklich? Ja. Ha. Mir sicher, also was stand ja auch extra da als für einen Zeitraum. Genau, jetzt sieht man, jetzt wackelt die auf. Für Zeitraum wird man schneller. Oh gut, also der Zeitraum ist fair lang, auf jeden Fall. Ja.
Na dann. Hätte man natürlich gern vorher schon gehabt. Ja. Wenn man gerade an irgendwelchen Gegnern vorbeikommt. Aber wenigstens sind wir in die gut richtige Richtung gelaufen. Mhm. Ach. Ja. Na gut, dann schnell runter, würde ich sagen. Falls es funktioniert. Oh, geil. Heilung nochmal hier. Ab dafür. Alright. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. Oh, die hat doch kleinere, ey. Nein, ich bin down. Schnell, belebe mich wieder. Oh, ja, ja, nein! Doch, es hat geklappt. Verdammt. Oh, bösartig. Bösartig! Nein, ich bin wieder da. Nein, jetzt ist meine Fähigkeit gerade weg. Ja, gerade da. Oh, du kannst dich heilen. Was kann ich? Da kannst du dich heilen. Das ist ein... Wo? Nee. Nein. Zu spät. Das kannst du nicht machen. Wenn Gegner in der Nähe sind, kannst du mich nicht heilen. Das wird dann ständig zurückgesetzt. Ah, okay. Schade. Okay, bist zum ersten Boss gekommen. Aber wir sind ja auch echt angeschlagen da gewesen, muss man auch echt mal sagen. Schade, eigentlich. Ich hätte fast noch meine Fähigkeit nochmal anwenden können. Aber über 300 geschlagene Gegner spricht doch schon mal gut für sich. Ne? Ja, finde ich auch. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, war es das wieder für heute. Ist es ein bisschen länger gewesen, aber dafür wurdet ihr auch mal mit der Sicht auf den ersten Bossgegner belohnt. Ja, und wir auch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt ja mal gerne sagen, wie ihr das bis jetzt findet. Also mir gefällt immer noch das Art mega gut und ich werde auch wahrscheinlich jedes Mal noch sagen, wie toll ich das finde. Ja, könnt ihr ja mal Bescheid sagen, wie ihr das so findet oder ihr sagt so, ah, nee, ist nicht euer Stil. Ich find's nice. Ich find's auch sehr nice. Gut. Nice, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.